Jo, hallo Leute, heute ein ganz schnelles kleines Tutorial, wie wir an den ja, gefällt mir und Teilsperren sozusagen in Facebook vorbeikommen. Also wenn Seiten einen dazu zwingen, dass wir etwas teilen oder halt liken, um bestimmten Content zu sehen. Und da habe ich mir eben dieses Beispiel hier rausgesucht, nämlich hier die beiden Seiten, die posten immer das Gleiche. Und die haben beide hier diesen Link gepostet, die besten Körper in wenigen Sekunden. Ja, das will ich natürlich jetzt sehen, ist klar. Klicke ich jetzt drauf und bin voll gespannt, was denn die besten Körper sind. Und dann, du musst diesen Beitrag erst teilen, bevor du ihn dir ansehen kannst. Yo, scheiße. Ja, das will ich jetzt natürlich nicht teilen, dann komme ich ja mir wie so ein Opfer vor. Poste hier irgend so einen Scheiß mit besten Körper, als ob ich mir das ansehe. So, egal. Um an dieser Sperre vorbeizugehen, beziehungsweise um das Video einfach zu finden, gehen wir einfach mal in den Quellcode, in den Source der Seite. Und zwar haben ihr einfach rechtsklicken, dann Seitenquelltext anzeigen. Und dann haben wir hier den ganz normalen HTML-Code, also nicht den CSS oder den PHP-Code, das ist jetzt ganz normal der HTML-Code hier. Und da müsste das jetzt auch drin liegen. Nämlich, wir suchen nach dem Thumbnail, also diesem Vorschaubild hier. Das holt er sich nämlich von YouTube. Und da gehen wir jetzt, drücken wir einfach mal Steuerung F auf unserer Tastatur und suchen nach YouTube und drücken dann Enter. Und dann finden wir hier diese URL http://image.youtube.com. Und das ist nämlich das Thumbnail, das ist nämlich das Bild hier. Ich kann das ja auch mal aufrufen. So, mal eben kopieren. Wie es aussieht, ja, das ist dieses Bild hier, das Thumbnail. Aber wir wollen jetzt das Video finden, das heißt, wir nehmen einfach hier den Videocode raus. Das ist nämlich der Code, der zu dem Video gehört. Den kopieren wir jetzt raus. Öffnen jetzt mal irgendein Video auf YouTube. Ich öffne jetzt mal einfach irgendeins, zum Beispiel das hier. So, kurz warten. So, und das fügen wir dann hier hinter dem Slash Watch Fragezeichen V gleich ein. So, da kommt das jetzt rein. Einfach einfügen, Enter. Und dann haben wir hier schon das Video. So, das funktioniert eigentlich mit allen diesen Like- und Share-Dingern. Der Quellcode verrät immer sehr, sehr viel über die Seite und Dinge, die sie euch eigentlich vorenthalten wollen. So, ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.